So, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Cobra von Games for Gamer TV. Und wie ihr seht, ja, wir spielen wir spielen kein Call of Duty, nein, wir spielen auch kein Battlefield. Wir spielen eine Runde Rust und das Ganze hier, was ihr hier seht, das ist der Big Stander. Nein, das ist natürlich gar nicht der Big Stander, das ist das Gebäude, was der Bully und ich hier im Rust gebaut haben. Und für alle, die Rust nicht kennen, was ist Rust? Rust ist so, ich würde mal sagen, so eine Mischung zwischen DayZ und Minecraft. Und warum Minecraft? Ja, weil ihr dieses ganze Ding komplett alleine bauen könnt. Das heißt, ihr müsst craften, das heißt, ihr müsst Holz sammeln, ihr müsst Steine sammeln, ihr müsst Lebensmittel sammeln, wie ihr da hinten seht, da hinten ist ein Bär. Den könnt ihr natürlich auch erlegen und euch da Fleisch rausholen, Fett rausholen und das Ganze natürlich zu irgendwelchen Rohstoffen verarbeiten. So, aber darum geht's jetzt gar nicht. Für die, die nicht wissen, was Rust ist, wie gesagt, so eine Mischung aus DayZ und Minecraft, vielleicht noch einen ganz kleinen Prozent Call of Duty mit drin, weil so simulationslastig wie DayZ ist das Ganze hier nicht. Das Ganze ist, ich schieße auf einen, wenn hier irgendwer rumläuft und dann treffe ich den auch. So, da muss ich nicht groß drüber halten, da muss ich nicht groß vorhalten. Aber wie gesagt, darum geht's nicht. Es geht jetzt einfach nur darum, dass ich euch gerne zeigen möchte, was der Bully und ich denn so hier erbaut haben. Und das kann sich schon sehen lassen. Das ist ziemlich groß, das Ding. Der Bully hatte, glaube ich, gestern noch mal ein bisschen angebaut. Und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze einfach mal. Geht da mal rein und dann werdet ihr mal sehen, wie das Ganze so von innen aussieht. So, gehen wir mal rein. Das Ganze ist natürlich gebaut, erstmal aus Holz. Man kann das natürlich alles noch aus Metall bauen. Und natürlich mit zwei Eingängen. Das heißt, da ist der Eingang vom Bully, das ist meiner hier. Und warum zwei Eingänge? Weil ich kann Bullys Eingang nicht öffnen, wenn er eine Tür platziert und umgekehrt genau das gleiche. Das heißt, ihr müsst immer zwei Eingänge bauen, wenn ihr dann auch zu zweit in dieses Haus betreten möchtet. Das heißt, wenn wir jetzt plötzlich mit fünf Leuten hier spielen, wird das Ganze schon schwierig. Da müssten wir dann irgendwie anbauen und dann nach oben ran. Das müsste man dann aber sehen. Ist auf jeden Fall möglich, das Ganze so noch zu konstruieren, dass hier noch angebaut werden kann. So, und wie ihr hier seht, Türen um Türen um Türen. Und wir haben natürlich keine Holztüren eingebaut. Wir haben hier natürlich Metalltüren eingebaut, weil die wesentlich schwieriger sind, klein zu kriegen. Ich weiß nicht, für alle, die Rust gezockt haben oder immer noch zocken, die wissen ja ganz genau, wie schnell man so eine Holztür kaputt kriegt. Bei der Metalltür sieht das ein bisschen schwieriger aus. Da ist mit Gegenkloppen schon nicht mehr so viel. Da sollte man dann so ein bisschen C4 dabei haben. C4 oder Granaten, also der Bulli und ich, wir haben auch schon mit Granaten versucht, eine Tür aufzukriegen. Das ist dann nicht so effektiv wie das C4, aber das C4, mit dem C4 braucht man auf jeden Fall zwei Stück. So, und wenn man das C4 hat, dann ist das gut. Und wenn man es nicht hat, dann muss man es herstellen. Um es herzustellen, braucht man Explosives. Und das ist irgendwie so eine Art, einfach nur Sprengstoff. So, den Sprengstoff, den kann man nicht einfach nur finden. Oder den findet man hier nicht. Ich habe das nochmal nachgelesen. Den bekommt man nur, wenn man auf dieses komische Flugzeug wartet, was hier ab und zu mal. Also ich habe es erst einmal gesehen und ich zocke das Spiel bestimmt jetzt schon, weiß nicht, 20 Stunden. Ich habe es erst einmal gesehen, der schmeißt dann irgendwelche Vorräte ab und da kann dann der ganze Kram drin sein. So, wir sind jetzt auch schon fast oben angelangt. Die Betonung liegt auf fast. Wir haben das natürlich immer alles nach und nach gebaut. Das heißt jetzt nicht alles auf einmal hochgezogen, dann war es fertig. Nein, Etage für Etage, weil das dauert. Man muss den ganzen Scheiß sammeln. Und ich will gar nicht wissen, wie viel jetzt hier eigentlich schon verbaut ist. So, jetzt fehlt uns nur noch eine Tür. So, und da sind wir. Wir sind jetzt noch nicht ganz oben. Nicht, dass ihr denkt, wie ist denn ihr so schnell da hochgekommen? Nein, wir sind noch nicht ganz oben. So, da macht der Bully ein bisschen higher. Das ist nämlich ein Sleeper-Server. Das heißt, wenn ihr euch ausloggt, bleibt ihr am Boden liegen. So, das heißt, wenn ihr euch mit in der Wildnis ausloggt, dann liegen da so komische Gestalten rum, so wie hier. Und die sind natürlich dann ganz einfach zu töten und dann halt auch zu plündern. Das heißt, man sollte zusehen, dass man sich solche Schlafsäcke craftet, sage ich mal, die hier hinlegt und dann kann man das Ganze auch, dann kann man hier auch wieder spawnen, das heißt, wenn er jetzt oder wir jetzt durch die Gegend streifen und dann weggeschossen werden, dann können wir definitiv hier drin wieder spawnen, was natürlich zum Vorteil hat, dass man natürlich an seinen ganzen Kram wieder rankommt. So, ich will mal ein bisschen zeigen, was hier dann also drin ist, so hier mal ein paar Blueprints, ein bisschen Kleidung, ich mache das Ganze mal im Schnelldurchlauf, Waffen, 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 dann diese komischen Kisten hier, die Kisten sind dafür da, um Sachen zu lernen, Munition, noch ein bisschen Mods. Hier auch noch ein bisschen. Hier haben wir noch ein bisschen was zu essen. Hier haben wir ganz, ganz viel Holz. Das muss man sich erstmal alles ercraften. Das ist eine Sauarbeit, sage ich euch so. So, hier unser heißgeliebter Ofen, der uns dann immer wieder mit schönen Metallfragmenten versorgt. Das war es auf jeden Fall hier von der Ebene. Aber es geht natürlich noch höher und das zeige ich euch jetzt. Gehen wir natürlich aus der Hütte hier wieder raus.
So, das ist jetzt auch nur so ein kleines, das soll jetzt kein Let's Play sein, das soll jetzt kein großes Gameplay sein. Ich würde euch einfach nur mal die Hütte zeigen. Wir haben damit jetzt vor ein paar Tagen, ist noch gar nicht so lange her, wir haben das nur extrem gesuchtet in der letzten Zeit und haben uns, was läuft denn da hinten? Achso, das ist wieder so ein Fox. Gut, ihr seht, wie hoch das hier schon ist und das ist jetzt, so, hier kann man natürlich noch irgendwo anbauen, wenn man noch ein Gebäude bauen will daneben. So, das ist schon ziemlich hoch, das heißt, wenn man da runterfällt, dann ist dann, glaube ich, auch Feierabend. So, jetzt gehen wir mal hoch. So, und das hat der Bulli sich so in etwa ausgedacht. Bauen wir doch mal einen Aussichtsturm. Und eigentlich ursprünglich bis, ja, ging das Ding nur bis, Moment, wo sind die Fenster? Eigentlich nur bis hier, der Aussichtspunkt. Aber der Bulli hat da noch angebaut. Also ich meine, von hier kann man schon weit gucken, wenn man will. Da sieht man schon einiges. Aber der Bulli meint, er muss noch eine Runde draufsetzen. Ich weiß nicht, wie hoch das Gebäude werden soll oder werden kann. Wir versuchen das mal so hoch zu bauen, wie es geht. Vielleicht oben noch eine Plattform anbauen, mal sehen. Vielleicht nennen die nächste Ebene. Ich bin ja immer so der Freund der Tür und ich will immer ganz viele Türen dazwischen haben, was natürlich hier sehr schwierig ist, da gleich zwei Türen zwischen zu kriegen. So, wir gehen mal hoch und das nimmt alles gar kein Ende, ihr seht das schon. So, und wieder hoch und wir drehen uns im Kreis. Hier kriegt man echt einen Drehwurm, also wenn man hier runterläuft, auf jeden Fall. So, und jetzt sind wir ganz oben angelangt. Wir haben auch die M4 wechseln sollen, jetzt sind wir ganz oben. Hier oben ist natürlich noch nicht ausgebaut. Das Ganze lässt sich natürlich noch ausbauen. Rohstoffe haben wir da jetzt erstmal genug. Ich war eben ein paar Stunden lang sammeln. So, und wie ihr seht, haben wir fast, ja, fast die Höhe des Berges auf jeden Fall erreicht. Und kann sich auf jeden Fall hier schon komplett umsehen. Und ich habe schon eine Zeit verbracht hier oben heute und habe natürlich versucht, auch mal nach dem Flugzeug Ausschau zu halten. Wann das denn natürlich mal wieder hier langkommt, aber das ist ja meistens so, wenn man auf so ein Ding wartet, kommt das sowieso nicht. So, und jetzt müssen wir den ganzen Kram natürlich auch wieder nach unten gehen. Brumm. Und ich sage euch, hier kriegt man den Drehwurm, wenn das zu schnell geht. Das ist nicht der Holzwurm, das ist der Drehwurm. Obwohl, wenn hier der Holzwurm drin wäre, dann wäre ich hier aber auch Feierabend. Mann, auf jeden Fall, Rust ist ein super Game. Wir haben uns, also ich habe mir das jetzt, wie gesagt, vor ein paar Tagen erst geholt. 3-4 Tage ist her. Und seitdem haben wir das eigentlich gezockt. Und für alle, die DayZ auf jeden Fall in ihr Herz schließen konnten, für die wird das Spiel hier auf jeden Fall, ja, genau das Richtige sein. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja, bei DayZ, für alle, die DayZ, die Mod Origins kennen, dort konnte man sich auch selber Häuser bauen und zwar nicht so in dem Umfang wie hier, da konnte man einfach nur ein Fundament setzen, noch ein bisschen was anderes setzen und dann war das Ding auch schon fertig und konnte begehbar gemacht werden. Und ja, hier sieht das natürlich anders aus, hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und könnt das Ding hier bauen, wie ihr wollt, ob hoch, quer, rechteckig, spitz, weiß ich, was ihr wollt. Irgendwas, ihr könnt hier bauen, wie ihr wollt. Insofern es natürlich möglich ist, ja, ihr könnt natürlich jetzt nicht am Berg bauen oder so. Ne? Das ist also direkt am Berg, das ist ein bisschen fatal, das klappt nicht so ganz. Das heißt, wenn ich jetzt nach hinten weiter zum Berg ausbauen will, geht schon mal gar nicht mehr. Das heißt, ich kann da keine Fundamente mehr setzen. Das wäre nicht möglich, aber nach vorne, nach rechts oder nach links wäre das wohl noch machbar. So, ihr müsst euch am besten immer einen guten Untergrund suchen. So, und jetzt sind wir auch schon wieder unten. Und wenn ich das von hier nochmal zeige, wie hoch das da noch geht. Ich will gar nicht wissen, wie hoch es überhaupt geht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Ende gibt. Das Ganze werden wir probieren. Wir werden das natürlich dann auch in einem Video zeigen. So, das war jetzt auf jeden Fall erstmal das kleine, wie man sagen, kein Tutorial. Tutorial ist es ja nicht. Das ist nur so eine kleine, so ein kleines Video, wie das Haus jetzt von uns aussieht. So, ich habe natürlich, das ist natürlich das erste Video von Rust. Da wird natürlich auch noch was folgen. Ja, sofern es dann hier auch mal weitergeht. Das Ganze ist ja noch die Alpha. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier noch vonstatten geht. Das heißt, wie das Ganze noch gepatcht wird, was da noch zukommt oder was da auch nicht zukommt. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall gibt es hier noch ein paar Sachen zu entdecken. Und ja, wenn ihr Bock habt, Rust zu spielen, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Macht euch einen Steam-Account oder die meisten von euch haben wahrscheinlich schon einen. Kauft euch das Spiel, es kostet, glaube ich, 18,99 € oder sowas. Auf jeden Fall 18 und ein paar kaputte. Ich denke, das kann man ganz gut investieren. Jetzt, wo natürlich die DayZ Standalone draußen ist, ja, entweder man holt sich eins von beiden oder man holt sich beides. Ich würde zu beiden tendieren, weil beide Spiele gut sind. Hier hat man natürlich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, was das Häuserbauen angeht und das Craften. Das geht natürlich in DayZ nicht so in der Form, wie es hier geht. Ja, aber wie gesagt, ich kann es nur empfehlen für alle, die DayZ oder Minecraft oder beides mögen. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass das Ding ja so eine Mischung aus beiden ist. Oder vielleicht noch ein bisschen Call of Duty. Bei Call of Duty meine ich jetzt nicht das Gameplay oder Multiplayer hier an sich, sondern einfach nur das mit den Waffen und den Aufsätzen und den ganzen Kram. Weil die könnt ihr euch auch noch draufsetzen. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Hier habt ihr unten immer diese weißen Plätze. Da oben ist die Waffe, hier habt ihr die weißen Plätze. Und die weißen Plätze bedeuten, wie viele Aufsätze könnt ihr auf den Waffen platzieren. Und wenn ihr jetzt hier seht,
Holosight, Taschenlampe, gut, das sind auch noch drei Taschenlampen und ein Laservisier. Was wäre denn noch das dritte? Was habe ich denn hier noch drauf? Das, das und das. Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Was fehlt denn dann noch? Ach ja, der Schalldämpfer, genau, den haben wir hier nicht extra liegen. So, das sind auf jeden Fall die Sachen, die wir bis jetzt schon gefunden haben. Und ja, die könnt ihr dann auf dem Waffenplatz ziehen. Deswegen habe ich auch gesagt, Call of Duty so ein bisschen, weil ihr da eure Waffen natürlich selber modden könnt, wie ihr das möchtet. Ob mit Schalldämpfer, ohne Schalldämpfer, mit Holovisier oder ohne oder sonst wie. So, aber in erster Linie ist es natürlich so ein bisschen von DayZ, ein bisschen was von Minecraft. Und wenn euch die Spiele gefallen, kann ich euch das Spiel hier wirklich nur empfehlen. Ja, und ich würde sagen, ich bin jetzt raus und ich zeige euch dann beim nächsten Video, wie das Ganze denn hier so weitergeht. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.